Hi, liebe Mitglieder, hier ist der Fabi vom Vita Park. Ich wollte euch heute einfach mal ein paar Intentionen geben, wie ihr zu Hause einfach euer Training optimieren könnt bei dieser schweren Zeit, dass ihr einfach auch fit bleibt, sobald wir euch dann auch wieder im Vita Park begrüßen können, dass ihr einfach auch was zu Hause machen könnt oder eben nebenbei im Garten. Ja? Ich habe mir heute ein paar Übungen für euch überlegt, einfach ganz locker von mir zu Hause aus im Garten, einfach um euer Bauchtraining ein bisschen auf Vordermann zu bringen, ja? Dass hier nicht ganz so viel Speck drankommt. Ich wünsche euch viel Spaß und genau, dann legen wir auch gleich los. Erste Übung, wir gehen in den Unterarmstütz. Kennt ihr wahrscheinlich alle schon. Wichtig beim Unterarmstütz, dass ihr eine Linie bildet von Oberkörper zu Unterkörper und den Po relativ weit unten lässt. Wir halten das Ganze circa 45 Sekunden. Letzten 10 Sekunden durchhalten, schön tief lassen, 5, 4, 3, 2, 1 und absetzen. Kurze Pause. Machen das Ganze zweimal, ja? In 3 Sekunden fangen wir wieder an. 3, 2, 1 und wir gehen wieder hoch. Wieder 45 Sekunden. Wer das Ganze ein bisschen schwieriger haben will, kann auch noch das Ganze optimieren, indem er einen Arm und ein Bein nach vorne nimmt, abwechselnd. Oder nur die Beine nach oben. Oder die Arme nur nach oben. Letzten 10 Sekunden. Drei, zwei, eins und absetzen. Wir gehen gleich über zu den ganz normalen Sit-Ups. Ja, für die geraden Bauchmuskeln sehr wichtig. Eine Standardübung kennt ihr, denke ich mal, auch alle. Aber einfach wichtig, die auch zu machen. Ja? Dabei stellt ihr die Beine auf, legt den Oberkörper ab. Die beiden Hände kommen zu den Schläfen. Kopf Richtung Decke. Und dann einfach nach vorne gehen, schön langsam. Könnt den Bauch gerne zusätzlich noch anspannen. Letzten 3, 2, 1 und noch eine letzte Pause. Sehr gut. Kurz ausruhen, bevor wir in die seitlichen Bauchmuskeln gehen. Ja, seitliche Bauchmuskeln auch ganz wichtig. Gibt auch einfach ein schönes Bild. Heißt, einen Fuß stellen wir auf, den anderen. Ja. Zehenspitzen sind angezogen. Ein Arm geht nach außen weg, der andere geht zur Schläfe und dann versuchen wir
bis zum Knie nach oben zu kommen. Wenn ihr es nicht ganz bis zum Knie schafft, kein Problem. So weit nach oben gehen, wie es geht. Ja? Trainiert trotzdem die seitlichen Bauchmuskeln. 30 Stück auf jeder Seite. Wechsel auf die andere Seite. Letzten 10 Stück, nochmal Gas geben. Super, kurze Pause, kurz runterkommen. Gerne die Beine und die Wadeln ausschütteln. Kurz durchstrecken auch mal, anziehen, durchstrecken auf beiden Seiten. Nächste Übung, vor allem für die geraden Bauchmuskeln auch sehr wichtig und die unteren Bauchmuskeln. Wir gehen immer einmal links, einmal rechts zur Seite. Ja? Schauen immer links und rechts vorbei. Kurze Pause, ausruhen. Und nochmal. Super. Kurz nach vorne und nach hinten einfach bewegen, um ein bisschen wieder das Ganze zu lösen von den Bauchmuskeln, ein bisschen lockerer zu werden. Und dann gehen wir als nächstes in den Seitstütz. Wichtig hierbei ist, dass der Körper wieder eine Linie bildet, die Zehenspitzen angezogen sind und der Körper nach oben gebracht wird. Ja? Hier könnt ihr auch Variationen einbauen, indem ihr zum Beispiel nach oben und nach unten wippt oder auch den Fuß ausstreckt nach oben. Gerne auch die Hand mit dazu nehmen. Dann Wechsel auf die andere Seite. Gerne auch hier wieder wippen.
ihr wollt. Ja. Eine letzte Übung habe ich noch für euch. Und zwar geht ihr jetzt einfach nur mit dem Po Richtung Decke oder Richtung Himmel, je nachdem, ob ihr draußen oder drinnen seid. Wichtig ist, Füße anziehen, Zehenspitzen anziehen und dann nach oben gehen. 20 Stück. Sehr gut. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Morgen kommt ein weiteres Video und dann lasst uns zusammen nochmal Gas geben. Schönen Tag wünsche ich euch. Ciao, ciao.